Schön, dass du wieder mit dabei bist, hier bei mir auf dem Kanal. Es geht trotzdem weiter. Heute soll es darum gehen, wie du Depression vorbeugen kannst. Der erste Tipp, den ich für wirklich sehr, sehr wichtig halte, ist, dass man eine stabile Tagesstruktur hat. Wenn du eine feste oder relativ feste Uhrzeit hast, wann du aufstehst, wann du frühstückst, wann du dich für die Arbeit fertig machst, wann du dann auf der Arbeit Mittagspause machst, vielleicht auch feste Pause für vielleicht Kaffee oder Nachmittagspause, dann hilft dir das, eine gewisse seelische Stabilität zu gewinnen. Denn wenn unser Gehirn, das was ja die Probleme auslöst bei unserer Depression, eine Routine entwickelt, dann fühlt es sich wohl. Unser Gehirn mag Ordnung und Routine und du unterstützt es mit einer stabilen Tagesstruktur. Der zweite Punkt ist soziale Kontakte. Freunde, Familie, Bekannte, aber auch Kollegen. Wenn sich der schwarze Hund angefangen hat, so bei dir richtig einzuschleichen und du merkst, du willst eigentlich das alles gar nicht mehr und du fängst an, dich zurückzuziehen, dann tritt genau den Gegenangriff an. Halte den Kontakt zu deinen Leuten, denn soziale Kontakte sind bei seelischen Erkrankungen wirklich ein ganz wichtiges und tolles Hilfsmittel, um dir da halt gegebenenfalls mit rauszuhelfen. An dritter Stelle, bleib bei deinen Hobbys. Mach weiter das, was dir Spaß macht. Ich weiß, das ist dieser Teufelskreis bei Depressionen. Wenn man anfängt reinzurutschen, dann macht einem irgendwie alles gar keinen Spaß mehr. Aber ich habe irgendwann für mich persönlich festgestellt, ein paar von euch, oder ich weiß nicht, ob ich es schon mal irgendwann erzählt habe, ich mache Aikido und Karate. Aikido jetzt im Jahr 2020, 22 Jahre und Karate mittlerweile seit 2000, also 20 Jahre. Ich habe irgendwann, obwohl ich keine Lust hatte, auch keinen Antrieb hatte, ich war auch richtig scheiße in der Zeit, egal ob auf der Matte oder in der Halle. Technisch war das richtig Dreck, was ich da gemacht habe. Also sei auch ganz kritisch zu mir selber. Aber ich bin hingegangen. Und ich habe mich gezwungen, auch zum Spaß. Und es hat irgendwann geholfen, dass ich nicht noch weiter tiefer in diesen Abgrund reinrutsche. Ob du jetzt Sport machst, wie ich, oder ob du gerne World of Warcraft spielst, wie ich, oder ob du gerne zeichnest, oder ob du, keine Ahnung, vielleicht auch gerne YouTube-Videos machst, mach dein Hobby weiter. Der Benefit, der kommt vielleicht nicht direkt, aber er kommt, wirklich. Ja, Punkt 4. Punkt 4 habe ich eigentlich gerade schon so ein bisschen in Punkt 3 gerade mitgenannt. Bewegung und Sport. Ich bin Sporttier. Ich habe auch irgendwann im Laufe der Depression noch Laufen für mich entdeckt. Mittlerweile muss ich persönlich beim Laufsport sehr zurückstecken, weil ich habe mir mittlerweile hier in dem und auch in dem Knie so Patellaspitzen Entzündungen eingefangen, die immer wieder auftritt bei Laufbelastung. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Es gibt anderen tollen Sport und andere tolle Bewegungen, die auch für dich sinnvoll sind. Sei es Tennis, Fußball, sei es vielleicht aber auch Nordic Walking, sei es vielleicht dann, dass du sagst, ich laufe aber auch gerne. Beweg dich irgendwie. Sollte es für dich irgendwie körperlich nicht möglich sein, irgendwie große, schnelle Sportarten auszuüben, dann geh wenigstens raus vor die Tür und mach einen strammen Spaziergang. Das kriegst du auch hin. Und selbst, ich muss gerade an jemanden aus meiner Verwandtschaft denken, selbst wenn du im Rolli sitzt, dann fahr einfach los. Hauptsache, du bist draußen. Hauptsache, du bewegst dich irgendwie. Hauptsache, du kommst auch irgendwie aus deiner Bude irgendwie raus. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Aber es geht jetzt hier in erster Linie auch um Sport, dass du wirklich dich bewegst. Mach was. Punkt 5. Ich habe das Gefühl, einige werden jetzt gleich innerlich die Augen verdrehen, denn man hört es ja überall, es wird überall propagiert, gesunde Ernährung. Ich will hier keinen dazu irgendwie verleiten, dass er jetzt hier Veganer, Vegetarier, Frutarier oder was es da alles für abgedrehte Sachen gibt, wird. Überhaupt nicht.
Achte nur darauf, dass du dich ausgewogen ernährst, dass du genug Flüssigkeit zu dir nimmst. Bei Flüssigkeit vermeide der Alkohol. Alkohol ist wieder kontraproduktiv. Im Maßen, was weiß ich, wenn man sich zum Wochenende mal ein Bierchen gönnt, dann ist das in Ordnung, dann macht das nichts. Ne? Aber Alkohol soll nicht betäuben und also ein Krempel, das lasst ihr bitte. Achtet darauf, dass ihr eine ausgewogene Ernährung aus Fleisch, Fisch, Gemüse und Obst habt. Dann passt das Ganze. Wenn ihr euch zwischendurch dann immer mal irgendwie, was weiß ich, eine Rippe von einer Tafel Schokolade irgendwie gönnt, weil ihr das irgendwie für die Seele braucht, macht das. Tut nicht weh. Ist auch gut. Wenn ihr auf Popcorn steht, ja, zur gesunden Ernährung gehört auch mal, dass ihr auch mal sündigt. Mach ich auch. Mache ich auch zu viel in letzter Zeit. Aber immer wieder zurückkehren zum Limit. Und dann passt die ganze Geschichte. Dann beugt ihr auch irgendwie so eine olle Depression vor. Punkt 7. Entspannen und schlafen. Das wird unterschätzt. Gerade Männer neigen dazu, wenn es die Seele schlecht geht, sich in Arbeit zu stürzen und Entspannung und Schlaf zu vernachlässigen. Das lasst ihr mal besser sein. Meinetwegen könnt ihr euch klar irgendwie irgendwo verausgaben, dass irgendwie, ja, ihr das versucht ein bisschen zu kompensieren. Genau. Nichtsdestotrotz achtet darauf, dass ihr auch Entspannung schafft. Dass ihr euch, sei es eine Viertelstunde, am Tag einfach mal hinsetzt und einfach mal nichts macht. Auch mal die Augen zumachen. Das ist okay. Das ist Energietanken. Dann kommt hier oben die Kombinierkugel, der Kopf. Der kommt dann auch zur Ruhe. Und wenn ihr dann noch darauf achtet, dass ihr wirklich vernünftig schlaft, dann ist das eine super Sache. Ich merke das selber, wenn ich nicht genug schlafe, dann bin ich unausgeglichen, dann bin ich dünnwendiger und ich habe mittlerweile darauf geachtet, ausreichend zu schlafen und es hilft auch wirklich. So, das waren 7 Punkte, mit denen ihr Depressionen vorbeugen könnt, wie ihr den schwarzen Hund auf Distanz halten könnt. Ich hoffe, es war was für euch dabei und ein paar Tipps dabei. Ansonsten freue ich mich darauf, euch nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, pass gut auf dich auf. Dein MK.